Hallo liebe Zuschauer von Kunststoffe TV. Wir waren heute für Sie auf der zum 7. Mal stattfindenden Tagung Folien und Fahrzeuge und haben für Sie einige der über 100 Teilnehmer interviewt. Beginnen möchten wir mit Tagungsleiter Herr Dr. Bangert. Schönen guten Tag, Herr Dr. Bangert, Sie sind ja der Tagungsleiter hier. Was ist denn Ihr Eindruck von der diesjährigen Veranstaltung der Folien und Fahrzeug? Wie hat sich die Teilnehmerzahl entwickelt und was wird den Teilnehmern hier geboten? Ja, sagen wir mal, diese Tagung ist einmal von der Teilnehmerzahl die zweitbeste überhaupt. Ist ja die 7. Veranstaltung, 2005 die erste. Wir sind hier 102 oder mehr Teilnehmer wahrscheinlich im Raum, weil vielleicht immer noch ein, zwei dazugekommen sind, die Namen nicht auf der Liste stehen. Das Besondere oder Charakteristische der Tagung ist aus meiner Sicht, dass wir zwei Optionen haben, Firmen zu besichtigen, also Foliotech und Kunststoffe Helmbrecht. Das hat man in der Form eigentlich noch nie gehabt. Und da das einer der führenden Unternehmen ist auf dem Gebiet Kunststoffe, Folienintegration in Fahrzeugen, ist das eine Besonderheit und erklärt neben den besonderen Vorträgen und der Qualität der Vorträge auch, glaube ich, die Stärke der Teilnehmerzahl, würde ich sagen. Ja. Sie haben ja die Branche schon länger im Blick. Wie haben sich denn die Folien im Fahrzeug in den letzten Jahren entwickelt? Was hat sich verändert? Also wir sind professioneller geworden, was die Entwicklung angeht. Warum? Weil immer mehr Funktionsintegration möglich wird durch Elektronik und das Zusammenführen von Elektronik und Funktionen in die Folie selber. Und dazu gibt es Weiterentwicklungen bei allen Verfahren, auf der Folienseite, auf der Druckseite, der Verformungsseite. Erweiterungen, zum Beispiel großflächigere Teile sind möglich oder verformbare Lacke, die früher nicht verformbar waren, also die nachrangig nach der Verformung dann über UV-Licht ausgehärtet werden können, siehe Firma Pröll. Das sind Dinge, die vor 7, 8 Jahren noch so in der Form gar nicht möglich waren. Aber es gibt auch neue Folientypen, das sind die Lichtmanagementfolien von Biomaterials Heinz zum Beispiel, aber sicher auch von anderen. Und dann die Ausstattung von Folien, zum Beispiel durch Touch-Funktionen, die möglich sind, dass kapazitive Schalter aufgedruckt werden können. Das sind Entwicklungen, die aus der Bereich Elektronik kommen, die jetzt aber aus der Consumer-Elektronik kommen, jetzt aber hier langsam Eingang finden. Und dadurch ist das Anwendungsspektrum der Folie viel größer im Fahrzeug. Das heißt, es gibt mehr Teile, die neben Dekor und den Funktionen dann zu Bauteilen werden. Und damit haben wir also einen größeren Folieneinsatz pro Fahrzeug auch. Ne? Was für einen Stellenwert hat denn in diesem Bereich der Kunststoff oder die Kunststofffolie? Das Besondere der Kunststofffolie, und das ist mit der Stellenwert, ist, dass sie zum Thema Leichtbau unschlagbar ist. Das heißt, Sie können also Bauteile, die früher im Aufbau sehr viel größer waren, können Sie viel über die Fläche reduzieren und damit werden sie einfach leichter. Sie können mehr, also weniger Bauraum beanspruchen und damit Möglichkeiten schaffen für andere Dinge im Fahrzeug. Ja, viel weniger Blenden im Fahrzeug, wenn Sie die alten Schalter sich angucken, auch in Mercedes-Fahrzeugen und heute, ist überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Welche Trends können Sie denn ausmachen? Was gibt es dieses Jahr Neues auf dem Markt? Ja, Neues sind also die großflächigen Entwicklungen LCDs. Die Bildschirme werden großflächiger, kriegen immer mehr Funktionen. Beispiel Touch-Funktionen, übernommen aus der, ich sag mal, von der iPhone-Generation auch gewünscht. Und die werden hier langsam auch realisiert. Aber der zweite große Bereich ist Rückprojektion. Das heißt, Sie können auf Folie rückwärts anzeigen, die dann auch bedient werden können durch Touch-Funktionen, bilden. Und dazu ist die Folie das Rückgrat. Ja, die Folie ist nicht die Lösung alleine, aber die Folie mit rückprojizierten Funktionen bietet ein Gesamtpaket an Eigenschaften. Und das ist sicher eine Entwicklung, wo Lichtmanagementfolien, das ist die Überschrift für diese Folientypen, bedeutsamer werden. Bedeutsamer noch als früher.